So, einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und willkommen zu Tappet Alert. Wir haben heute den 1. Juni. Ja, schon wieder den 1.6. Krass. Und ich habe geplant, dass ich jetzt heute nicht wirklich lange mache, weil wir jetzt schon wieder 19 Uhr haben. Gleich in 4 Minuten. Mal schauen, ob ich mich dran halten werde. Also, ich habe jetzt eigentlich nicht wirklich vor, länger als 2 Stunden zu machen. Aber ich kann auch nichts versprechen. Ob er es dann doch länger wird, aber ich schaue, dass ich nicht wirklich länger mache, weil ich schon sonst so am Arsch bin. 50.000 Blutpunkte bekommen wir und 500 schillernde Scherben. Geil. Jetzt gibt es anscheinend wieder tägliche Login-Bonus. Hättest du aber auch schon lange, oder? Ah. Doch, ja. Ah ja, anscheinend gibt es jetzt für ein paar Maps eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die kommen. Todesbote und Schweinchen, naja. Ich weiß nicht, was nehme ich da dann raus? Dann Freddy? Nee, ich glaube, Freddy werde ich dann endlich mal wieder spielen. Ach, Glocke. Ja, mal Glocke. Ja, gut. Wir machen jetzt nur 2, 3 Runden Überlebender und dann spielen wir Killer. Was? Wobei die XP sind eigentlich ganz gar nicht so doof. Die doppelten XP, das da fülle ich ja meine Spaltfragmente auf. Richtig. Habe ich denn nichts ausgewählt? Ah, weil ich zuletzt Killer gespielt habe. 625.000 Blutpunkte. Mal schauen, ob wir die nächsten Tage noch mehr spielen werden. Und dann. Wir haben nur noch 4 Kugeln der Flucht. Vielleicht will ich die mir ein bisschen aufsparen. Ob wir da noch mal die Millionen voll bekommen, also jetzt dann die Millionen und dann noch mal eine Million. Ich denke, weil am Sonntag, wenn ich mich jetzt nicht zu krass getäuscht habe, sollte der neue Killer kommen, der neuen Überlebenden und einer neuen Map. Also sind alle schon ready, geil. Ja, möchte ich da schon wieder eine Million haben oder kurz vor einer Million sein? Okay, Springboard. Es kommen die ganze Map auf Vergaben, weil gewisse Maps geboostet sind jetzt gerade und die das halt nicht haben möchten, anscheinend. Also. Also wenn es dann am Sonntag wirklich soweit ist und die rauskommen, dann werde ich schauen, dass ich da dann wirklich den ganzen Tag nochmal der Pedale zocke. Moment. Sonntag ist der 5. Ja, gut, dann. Weil danach haben wir nur noch die nächste Woche, wo wir noch mal etwas aktiv der Bedelet zocken können, bevor der Rang resettet wird. Und wir die Belohnung dafür bekommen.
Ah, ich habe noch Sprintboost. Uff. Läuft die gerade von was weg? Warum sehe ich noch keinen Killer? Ja, richtig spooky gerade, dass nichts so los ist. Wir haben eine Handschuss, okay. Ja, die war jetzt nicht besonders aktiv gerade. Hat die noch ein bisschen geschafft. Ah, das Leon. Hat er das Totem schon zerstört? Nope, hat er nicht. Okay, der Mac wurde verletzt und liegt. Was macht er da? Wir sollten erstmal weglaufen. Ich gehe sowieso klar. Und da ist die geliehene Zeit abgelaufen. Auf. Ah, die Haken sind ja so nah beieinander. Ich hoffe, der Mac hat gelegene Zeit. Nope, hat sie nicht. Ah.
Die hat mich nicht gesehen. Tja. Kurz vor. Danke. Das ist doch gerade dead klein gegangen. Der Klaustrophobie, ernsthaft jetzt? Der hat sich gehört. Oh Gott, ernsthaft jetzt? Ach komm! Die sind beide noch verletzt, das ist scheiße, ey. Die hören sich gerade. Jetzt sind wir beide. Die ziehen die über den Chen durch, unglaublich. Warum ist der Leon nicht geheilt? Ja, super, ey. Hast du mich da hängen lassen? Naja. Oh, diese Erfahrung, uff. Minus 1 jetzt mal ohne Witz, wirklich. So ein Schmutz, ey. 1084. Plus 300, ey. 1300. Erfahrung einfach. Das ist krank. 1408 insgesamt. Oha. Flüchtig nur Bronze, ey. Komm, ernsthaft jetzt. Wie bitte? Ja.
Ey, ist bei hilfsbereit nur Silber ernsthaft jetzt? Das hätte ich mir aber schon mehr gegeben. Ja, da ist er auch weg. Die haben schon alle Chancen, trotzdem verlieren dennoch. Na gut. War echt nicht gut gerade. Wer wollte auch auf die Map, ey? Warum macht da keiner das Tor auf? Claudette. Ach so, die ist da beim Tor. Was auch immer die Mac gerade macht. Die war der Einzige, die wirklich geholfen hat. Also zumindest mich gerettet hat vom Haken. Sich auch von mir heilen ließ. Keine Ahnung. Ey, so wie du spielst, kommt mir es echt schon vor, als würdest du zum ersten Mal Dead by Daylight spielen gerade. Oder noch ziemlich neu sein in einem Game. Wie sie da noch herumschleicht. Also, entweder das oder sie weiß nicht, wie man läuft. Aber ich glaube, sie hat ihren Springbus schon mal verbraucht. Also, eigentlich ist sie schon mal gelaufen. Sucht sie gerade die Luke oder was? Oh, das könnte noch knapp werden, ey. Wenn der Handus dann noch kommt, wird es schwierig, dann auch rauszukommen. Aber bis jetzt hört man auch nichts von ihr. Ja, jetzt läuft sie. Boah, da haben die anderen beiden noch irgendwie mehr gemacht. Echt, die hatte nur Gebietszwang und vor Klaustrophobie. Ach, die wollte auf die Map. Die Huntress. Alles klar. Naja, das sieht ja jetzt nicht wirklich geil aus dann. Nach der ersten Runde schon wieder ein Minus-Pip. Gruppe 51. Wie viele Gruppen haben wir jetzt gemacht? Eine. Okay. Ja, wenn wir Killer spielen, bekommen wir auch direkt nach der ersten Runde über 1000. Das ist schon wirklich krass. Gehen wir mal zum Spiel, ey. Das wird interessant mit den ganzen Paletten. Noch eine Mac, die so eingezogen ist.
Ah, ist der 7. Juni, also Dienstag. Okay. Also nächsten Dienstag bekommen wir dann neuen Keller und Überlebenden. Plus die Map. Haben wir Michael? Es ist auf jeden Fall so ein Park, ja, wir haben Michael. Leute. Wie, der hat jetzt schon Diabolik 3. Wie konnte er so schnell Diabolik 3 haben? Ernsthaft? Ey, das ist jetzt nicht euer Ernst jetzt, oder? Das ist schon den zweiten Haken geschaut, das war. Okay, komm. Ich dachte, der würde weggehen, und nicht durch die Palette, also. Oh, cool. Okay, ich war mir jetzt nicht sicher, ob er nicht doch uns eine zweite Chance gibt oder uns einfach lässt, machen lässt. Die Chevy ist auch noch nicht ganz rund. Wir sind uns mal recovern, ey.
war jetzt noch mal das Totem? Ich hab's verloren. Oh ja, ich blutsche da krass. Eine Werkzeugkiste, wirklich. Das Totem wurde zerstört, okay. Ist die Merk schon da? Ach du meine Güte, ey. Das hat jetzt auch nicht wirklich was gegeben. Außer EP. Und trotzdem hätten wir was? Fast zwei Pips gemacht? Wie zur Hölle? Okay, wir waren ja in 32 auch, weil er mich immer wieder gefunden und nicht angegriffen hat. Das überrascht mich jetzt schon sehr. Der hat da unerbittlich erlöschen, er sieht dann das Beste kommt zum Schluss. Keine Ahnung, was man uns jetzt da machen ließ. Ich weiß nicht, wie ich auf den 5. hinkommen war, aber es ist der 7., also Dienstag. In 6 Tagen.
Ja, dann habe ich noch 2 Tage mehr Zeit. Dann ganz Montag eigentlich. Und Samstag werde ich auf jeden Fall nach der Arbeit direkt Elden Ring weiterspielen. Nur mal zur Info. Das habe ich jetzt fest beschlossen, dass ich da am Samstag da nach der Arbeit Elden Ring mache. Ich glaube, die Tage danach. Ja. Wenn wir wieder der Pedelec machen. Gelegentlich auch Overwatch. Vielleicht werde ich morgen wieder Overwatch spielen und am Freitag dann wieder Dings. Der Pedelec. So, nochmal Heldenfeld als Survivor, weil als Killer ist es schon ein bisschen doof. Und nach der Runde gehen wir dann wieder zu Killer über. Wo ich eigentlich fast Zwilling spielen muss. Für die ganzen Aufgaben. Schon ein bisschen nervig ist, aber es ist das aktuelle Full an dem. Chaos, man. Okay. Ach ja, es sind halt 90.000 Blutpunkte, die man bekommt durch die täglichen Rituale. Das würde ich eigentlich schon machen. Danach würde ich aber auch noch ein paar Huntress-Fronten haben. Also wird vielleicht auch 22 Uhr. Obwohl ich nur bis 21 geplant habe. Naja. Schauen wir mal. Wie lange die Killerrunden dann werden. Ey, bitte sagt mir jetzt nicht, dass wieder jemand disconnected ist, ey. Das kann doch nicht sein, dass es jedes Mal auf der, wenn sich jemand auf die Map wünscht, dass irgendjemand rausgeht, ey. Kommen wir jetzt bald mal auf die Map, ey. Würde ich schon sehr geil finden. Okay, ich gebe dem Ganzen jetzt noch 2 Minuten. So bis 36, wenn sich da nichts tut, gehe ich kurz eine Rauche und danach spielen wir Killer.
Nee, okay, das wird mir echt zu lang. 2 Minuten bis 35. Oh. Nee, ich glaube es echt nicht, dass wir noch auf die Map kommen, ey. So ein Schmutz, ey. Wirklich schon das dritte Mal jetzt. Oh, diesmal wurde es schneller, okay. Der Killer hat disconnected. Ah, okay. Der hat da wohl keinen Bock auf die Map. Wobei ich könnte mir vorstellen, als Geist würde das noch ein bisschen besser funktionieren als mit der Jägerin, weil der Geist so einen kleinen Geschwindigkeitsboost hat, nachdem er sich enthüllt. Und der Huntress hat keinen Geschwindigkeitsboost. Zudem läuft der Geist auch verhüllt ein bisschen schneller als sonst. Was Huntress fehlt. Und Huntress einzige Stärke sind die Beile, die ihr aus einer Entfernung treffen muss, wo kein Hindernis dazwischen sein darf. Wirkung zu haben. Das ist dem Geist egal, weil er ziemlich nah an dem Überlebenden sein muss. Naja, da ich jetzt noch ein bisschen Huntress-Action haben möchte und davor noch die ganzen Killer-Rituale da erledigen möchte, es wird schon wieder direkt zur Keller jetzt. Nach der Reihe. Zuerst Abtraum, dann Todesboten und zum Schluss den Geist. Bevor wir uns wieder um Huntress kümmern. Drei Megapunkte-Ereignisse, was auch immer das ist. Habe ich keinen Kuchen der Flucht mehr mit ihm? Uff. Na egal. Ja, machen wir jetzt eine kurze Pause und ziehen dann doch. Das werden dann mindestens 6 Runden werden. Wie doch. Also, dass wir zumindest das Handschuh mindestens 3 Runden machen. Wird dann eh wieder ziemlich spät. Na, bis gleich.
So, wieder da. Wir haben noch eine Aufgabe, oder? Noch eine Killeraufgabe. Mit Opferung und so. Glaube ich, haben wir noch nicht erledigt. Ja, da sind es nur noch die Zwillinge. Dritten Stufe, da haben wir glaube ich noch. Ja. Moment mal. Das ist alles noch von den Killeraufgaben. Nur noch das mit den Opfern und zwei Aufgaben mit den Zwillingen. Drei Zwillingsaufgaben. Ha. Okay. So, das sind dann insgesamt vier von den Überlebenden. Habe ich dann noch zwei? Vier. Ah, vier und vier. Ha, okay. Okay. FIFA Destroyer, ah ja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Eigentlich wollte ich ja heute nicht streamen, aber irgendwie dachte ich mir, ja, ich muss jetzt irgendwas zocken und ja, DBD, da ist gerade irgendwie wieder dieser tägliche Login-Bonus. So, da musste ich jetzt mal reinschauen. Und die täglichen Rituale müssten wir auch machen. Deshalb spielen wir jetzt noch kurz für die täglichen Rituale und dann noch auf drei Runden Huntress oder so. Mal schauen. Denke, am Sonntag werde ich das so machen, dass ich dann erst vormittags, wenn ich vormittags streame, Overwatch streame, dann nachmittags Dead by Daylight. So. Oh, leeres Gedankeninstitut. Es ging schneller jetzt. Okay.
Ah, dann hat habe ich noch bekommen. Ah, der ist wirklich da entlang gelaufen. Ups, da war ich ein bisschen zu schnell mit dem Angreifen. Ah, die haben mir jetzt schon eine Ruine zerstört, das ist überhaupt nicht gut. Wieder die Klaudette, Ah, oh, Mann. Da ist auch niemand in der Nähe, ey. Tja, das gefällt mir sowas von überhaupt nicht. Dass ich sie jetzt raustunnen muss. Wow. Ah, der hat einen Entscheidungsschock. Aber so wie die Runde gerade abläuft, kann ich auch nicht mehr rausholen. Ah, da hat sie nochmal Glück gehabt, ey. Ich finde hier gerade überhaupt keinen Haken. Ach, weil der Steve das supportiert hat, ey. Thank you.
Wir sind da jetzt. What the fuck? Das habe ich gerade doch beschädigt, oder nicht? Thing. Ah, wer hat denn die Palette da hingestellt? Das ist tief. Ah, da ist die Claudette. So, jetzt kann dich keiner mehr retten. Ja, war so klar, ey. Dass ich daraus nichts mehr hole, ey. Habt ihr gerade was gesehen? Ah, die Fänge. Wow. Hart im Leben. Der hat. Wow. Ey, die, das wird immer schlimmer. Unglaublich. Das T-Bagging der Survivor. Unglaublich. Okay.
ich jetzt auf die Taste gekommen? Es gibt drei Spaltformen da. Läuft 50.000. Oder nee. Ach so. 27.000 und dann noch die 30.000 für das zickige Ritual. Wow. Schön, noch mehr. Die hatten alle Entscheidungsschlag. Ach nee, die eine hatte da keinen Entscheidungsschlag. Kreis der Heilung hatte die. Noch einer. Ja, genau, die spielen alle mit Kreis der Heilung und Entscheidungsschlag. Interessant. War eine schlechte Map, ey. Ich weiß nicht. Also, leeres Gedankeninstitut ist für mich irgendwie wieder mehr so ein Survival-Map. Weil die Chance ziemlich gut auseinander stehen, voneinander. Also, die Entfernung der Generatoren sind ziemlich gut da auf der Map. So, das Todesboot, ne? Ich hoffe, da bekommen wir keine beschissene Map. Wir können uns ja noch am Mond schicken, oder? Nee, lassen wir mal. Immer Memento. Wobei das für meine Aufgabe nicht wirklich passend ist, aber egal. Und da fehlt mir sogar die schillernde Münze. Ja, gut. Ja, ein Ace mit einem Flashlight. Das müssen wir berücksichtigen. Wieder eine Claudette. Also da könnte ich mir vorstellen, dass ich da vielleicht zwei Runden spielen muss als Todesboten, wenn es nicht glatt läuft, aber bestenfalls brauchen wir eh nur die eine Runde dann. Ganz geil. Und Zeit aufspannt. Und eine Map auf verrenner Tisch besiegen wurde. Ey komm, was ist das für ein Schmutz? Hätte ich auch nochmal schnell Dings reinwerfen sollen. Für Amond oder so. Ach, Springwood, das ist schon ein bisschen beschissen gerade. Mal schauen, wie es wird.
Schön. Den ersten Haken haben wir direkt. Schon wieder eine Kladdata. Moment, ich beschädige den Generator erstmal. Und so viel weiter. Da kam direkt der Anhauk. Uff, Claudette. Nicht gerade gut. Da hat jemand weitergemacht. Und ist wieder davon gerüst. Krass. An dem Generator, okay. Dick hier sehen, Juli. Hä? Ist sie schon so weit gekommen? Ein bisschen zu früh. Ja, der hat schon. Nee, wird nicht zurückgezogen. Ach du meine Güte. Der hört sich auch nicht. Wo auch immer die sich jetzt geeilt hat. Ah, ich hasse das, ey. Hey.
Was ist das? Ach, komisch, jetzt geht's wieder. Wo zur Hölle hat er sich geheilt, ey? Ich hätte ihn eigentlich sehen müssen. Er muss sich schon wieder eine Claudette raustunnen. Ich hasse das, ey. Oh Gott, ey. Nur für eine Opfer, ey. Unglaublich. Was ist das heute für Klappung? Ey, meine Fresse, ey. Ja, jetzt triggert sich kein Ausweg. Was nicht wirklich lange dauert, weil ich nur die Kadette am Haken bekommen habe. Was wiederum richtig nervig ist. Ja, natürlich, ey. Nice, ich habe sogar keine Opfer gemacht. Geil, ey. Ich muss noch eine Runde Todespoten spielen, ey. Weil die Map super bescheuert ist, ey. Unglaublich. Und die bleiben immer noch drin. Ernsthaft jetzt? Na gut. Das wollte nicht. Natürlich, ich muss noch eine Runde Todesboten spielen, ey. Genau das habe ich befürchtet, dass ich mit den Todesboten so eine Runde bekomme und dann noch eine Runde spielen muss. 3 von 5, ey, dann muss ich noch 2. Ey, weiß bringen wir so eine beschissene Dinge sei. Wer wollte auf die Map? Ah, die Michaela. Jetzt mache ich auch mal eine Map-Opfergabe. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt so beschissene Maps bekomme.
Aber vielleicht bin ich einfach nur scheiße gerade. Ey, es kotzt mich jetzt schon ein bisschen an, dass ich nur die eine bekomme, der ständig. Jetzt habe ich von einem anderen keine Opfer gehabt. Kein Zusatz mehr. Uff. Schon wieder eine Claudette, unglaublich. Zweite Fahrt, ey. Ich schwöre euch, ich werde wieder nur die Claudette bekommen. Ey, das ist es. Komm. Wir gehen mal zum Code und Farm, ey. Bevor sich wieder irgendjemand nach Springwood wünscht. Ich denke, das könnte die Map sein für uns. Geheimnis. Ey, gar kein Map-Opfergabe, ich bin überrascht. Na, hoffentlich läuft das richtig jetzt. Das sollte ich einen groben Überblick haben, wo die Überlebenden sind und so. Hoffe ich doch. Was es natürlich einfacher macht. Ach, okay, die wieder durch das Schlachthaus. Ja. Ey, der Channel ist schon wieder so weit. Bisschen zu spät. Nee, meine Verbindung kackt er immer noch rum. Warum auch immer, ey, das kotzt mich schon an wieder. Wie sind die jetzt hingegangen? Ah, ein bisschen zu weit daneben. Sind der Jeffers?
Ach, verdammt noch mal. Ja, der hat jetzt keinen Kratzer abbekommen, ey. Jetzt aber. Ich soll's dann weitergehen. So, jetzt habe ich das aber. Ah, diesmal bekomme ich mehr Hand. Wurde direkt abgehockt. Wie, ich hab verfehlt. Wieder dieselbe Scheiße. Natürlich. Ah, Chance durchziehen kann, ne, wirklich. Oh wow. Ach, so ein Schmutz, ey. Aber die Claudette ist jetzt gefährdet. Wieder nur zwei Aufgänge. Wo auch immer die Claudette sich versteckt, ey.
anders jetzt. Auch der Chef. Der ist nicht gefördert. Keine Flash hat. Oh nein. Richtig dreist von dir, Claudert. Was machst du jetzt? Schmutz. Da jetzt nur zwei Opfer zu bekommen. Naja. So wie die Chance durchziehen, ey. Oh, mich kotzt das jetzt schon wieder an. Warum ist die Verbindung wieder so kacke, ey? Ich verstehe das nicht. Jetzt sollten wir das aber geschafft haben. Brutaler Kerl, ja. So wird es natürlich schwierig. Ja, wow. Wir haben auch nicht wirklich viel mehr gemacht. Dreimal beweise dich. Einmal auf Stufe 1, dann auf 2 und auf 3. Natürlich konnten die dann Chance durchhauen, ey. Wahnsinn. Ey, kotzt mich jetzt schon an. Ja, ich versuche es nochmal neu zu finden. Ich hoffe, dann wird's besser. Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt in jeder Runde so ein Verbindungsproblem habe. Auch wenn das nur ganz kurz ist, aber vor allem eben in Springwood hat uns das schon ein bisschen Probleme bereitet. Gameplay-mäßig gegen den Ace. Oder allgemein ist es einfach unschön anzusehen, wie das da rumliegt, wegen der verdammten Verbindung. Ich weiß nicht warum, aber es ist schon. Okay, jetzt haben wir nochmal den Geist, den wir machen müssen. Ich werde mich aber jetzt nochmal neu verbinden, also. Kurze Pause. Bis gleich. Ey, das mache ich anders. Moment. Muss ich den Stream kurz abbrechen?